The next talk is called The Year in Post-Quantum Crypto. Dies ist der Talk Post-Quantum-Kryptographie von researching in Eindhoven. Daniel J. Bernstein und Tanja Lange and Daniel Bernstein aus den Universitäten at the of Chicago. Chicago und Eindhoven. They both held the first ever conference on post-quantum cryptography in 2006. Über Post-Quanten-Kryptographie 2006 gehalten. Der Talk ist going to be a summary of the NIST Post-Quantum Crypto Competition. Sie tragen bei zu einer Bibliothek zur Post-Quanten-Krypto. Problems of post-quantum cryptography. Kuratieren eine Liste hopefully der just how to integrate post-quantum crypto in existing software. Sie versuchen sie, diese Post-Quanten-Krypto in existierende Software zu inkorporieren. Bitte Applaus. Das ist die Übersetzung von Kaste und Choppy. Wir übersetzen für euch ins Deutsche. Viel Spaß. Thank you. First of all, vielen Dank. This title word, post-quantum cryptography, der Titel bedeutet, wir reden über Kryptographie, die wir designen unter dem Aspekt, dass der Angreifer einen großen Quantencomputer hat. Nicht der Benutzer, aber der Angreifer. Also wir reden hier von Angreifern. Was wir die letzten Jahre gesehen haben, 2015, da gab es eine große Ankündigung der NSA, dass wir tatsächlich auch Forschung in Post-Quantum-Krypto brauchen und direkt danach ziemlich alle anderen Agencies haben sich dann auch dazu durchgerungen, was Ähnliches zu verlautbaren über die Notwendigkeit und auch über die zeitliche, dass es zeitlich drängt, dass wir die jetzt implementieren. Und nach einem öffentlichen Input-Phase hat dann die NIST auch Einreichungen für Standardisierungen, für ein Standardisierungsprojekt für Post-Quanten-Kryptographie ins Leben gerufen. Also ja, es ist eine US-Einrichtung, aber es hat in der Vergangenheit einen relativ guten Ruf gehabt. Und bisher ist nicht bekannt, dass da keine Probleme werden. Die haben zum Beispiel auch SHA standardisiert. Und die Competitions bei der NIST, die sind wahrscheinlich eine gute Sache. Über alles andere kann man sich noch streiten. Und Dan hier auf der Bühne hat den Term Post-Quanten-Kryptographie benannt als erster. Er hat ihn eingeführt und 10 Jahre danach erst hat die NSA zugegeben, dass da wirklich was zu tun ist. Wir haben die ganze Zeit schon versucht, Leute dazu zu kriegen, aber ja, wir können nicht mehr sagen, als wir haben es euch ja gesagt. Ja, also die NIST hat dann gesagt, ja, sendet uns da mal was rein und viele haben das gemacht. Also über 80 sind reingekommen und ein paar von denen waren nicht so komplett, die hat man dann wieder rausgenommen, aber 69 davon haben es dann durchgeschafft, von 260 Leuten von überall von der Welt, Akademie, Industrie und so weiter. Hat hier viele Namen, wir werden die da nicht alle einzeln angucken. Haben ja auch nur 60 Minuten. Ja, genau. Wir geben hier da einen kleinen Überblick über all diese Einreichungen. Und am 21. Dezember, also letztes Jahr, wurden die da veröffentlicht. Die unseren Talk letztes Jahr geschaut haben, haben gesehen, ja, da hat es schon ein bisschen Schaden angerichtet. Da wurden schon 8 von diesen Einreichungen herausgelichtet. Hier hat es eine Farbkodierung, das Braune ist weniger sicher, als dass sie eigentlich behauptet haben, wie zum Beispiel anstatt 2 zu 200 wären es dann 2 hoch 80 Operationen, um irgendwas zu brechen. Und bei den roten
Hier sieht man ja, die sind eigentlich wirklich angreifbar. Die Roten ist alles, bei den Roten ist alles, was behauptet wurde, eigentlich wirklich, das stimmt nicht. Also da wurde demonstriert, dass die komplett kaputt sind. Das war Ende 2017. Und wie schaut es denn heute aus, also in 3 Tagen, Ende 2018, werden wohl 22 von 69 Einreichungen angreifbar sein. Ihr seht hier, die 13 von diesen sind rot und vor allem auch unterstrichen. Einige von uns, einige von anderen Leuten, da haben wir auch etablieren können, dass Leute hier Skripts schreiben, die Angriffe demonstrieren können auf diese Einreichungen. Wenn man das hier jetzt so anschaut, wir werden jetzt hier nicht im Detail durchgehen, aber kategorisieren wir die kurz mal. Wir haben hier die, die nicht so ganz kaputt sind. Was ist das mathematische Problem hier? Wie können wir die eigentlich da einführen? Es gibt eine Kategorie von Error-Breaking Codes, die verwendet man, um Unterschriftensysteme zu verwenden. Da gibt es isogenie-basierte Verschlüsselungen. Die sind, was wir so gesehen haben, relativ ineffizient. Dann gibt es diese Lattice-Based-Systeme, das sind die, die wir letztes Jahr ein bisschen erklärt haben. Könnt ihr einfach den vom letzten Jahr anschauen. Und dann gibt es noch welche, bei denen es viele Variablen, viele Systeme gibt, die es zu lösen gilt. Das ist diese multivariate quadratische Verschlüsselung. Das bedeutet nicht, dass alles, was in diesen Boxes, in diesen Schachteln ist, sicher ist. Manchmal kann es sein, dass ein Angreifer einfach einen Weg drumherum findet und gar nicht das System selbst angreift. So should be totally secure. Zum Beispiel die oberen. Es gibt eins, der zum Beispiel eins, das hat, es ist in der oberen Kategorie, also es ist ein codebasiertes System, aber es ist trotzdem angegriffen worden. Aber es hilft uns manchmal, die Dinge einfach zu kategorisieren in Schubladen. Jetzt wollen wir erklären, was die Situation genau ist. Also manchmal sagen Leute einfach, was sicher ist, ist, dass man Lattice-Based Kryptographie verwendet und dass alles andere nicht wirklich funktioniert. Wenn man das aber genauer ansieht, dann gibt es immer noch Dinge, die rot sind. Also das bedeutet, die haben schon einen Angriff oder die sind zumindest nicht so sicher wie gedacht. Das heißt, auch die Lattice-basierten, die wirklich sich gut gehalten haben. Und es sind auch nicht nur einzelne Fehler, die dabei gemacht wurden, sondern es gibt auch Paper, die zeigen, dass da auch grundsätzliche Probleme bestehen können. Wenn wir darüber reden, dass die gebrochen werden können durch Entschlüsselungsfehler, dann ist es so, dass manche dieser Systeme gelegentlich Entschlüsselungen haben, also zum Beispiel sowas wie 1 zu 10 hoch minus 6. Das heißt halt, gelegentlich passiert was und es klingt erstmal nicht so schlimm. Das heißt, dass zum Beispiel der Browser sich einfach neu verbinden muss. Aber so simpel ist das nicht, weil wenn der Fehler dem Angreifer helfen können, wenn er versucht, den chiffrierten Text zu entschlüsseln, kann es ihm helfen, das zu knacken, dadurch, dass er einfach die Fehler beobachtet beim Entschlüsseln. Und die Paper sagen jetzt, dass diese Fehler unter gewissen Bedingungen systematischerweise häufiger passieren und das dann helfen dabei, das zu entschlüsseln. Dann gibt es noch ein
eine Aussage, dass vieles aus dem Portfolio des europäischen Pickle-Krypto-Projekts sicher wäre. Das klingt erstmal gut, aber es ist ein bisschen besser als bei den Letterspace. Es gibt eins, das ist ein bisschen braun, das bedeutet, es ist nicht ganz so sicher, wie wir dachten. Aber es kann auch einfach sein, dass es noch eine andere Erklärung gibt, und zwar, dass es halt eher die Leute sind, die das machen. Aber es gibt auch noch die andere Möglichkeit, dass die Kryptoanalysten, die sich überlegen, dass aus dieser großen Menge von 69 Möglichkeiten, die sie angreifen können, dass sie auch einfach sagen, nehme ich jetzt die, die das schon jahrelang machen, oder schaue ich mir lieber die anderen an, die deutlich schwieriger sind, weil sie einfach von einer externen Firma kommen, wo nicht unbedingt die Experten daran gearbeitet haben, wie zum Beispiel bei Microsoft oder so. So rein zufällig war auch Microsoft eins von denen, wo es funktioniert hat. So, ihr müsst euch halt immer in Erinnerung halten, es gibt knapp 70 Systeme, die da angeschaut werden. Das ist mehr als eine Million Zeilen Code, und das ist eine ganze Flut an Code, den man da durchwarten muss. Und die Leute müssen einfach eine Auswahl treffen, und die nehmen wahrscheinlich einfach die einfachsten Ziele. Das heißt, wenn du wirklich Sicherheit haben willst, dann musst du dir überlegen, dass du diesen Denial-of-Service-Attacke einfach im Kopf hast. Und das ist im Moment so, dass es einfach so viele Einreichungen gab, dass die Leute, die sowas normalerweise angreifen, gar nicht die Zeit haben, das alles anzugucken. Also wir bitten euch, dass ihr uns helft und dass ihr uns dabei unterstützt, es zu knacken, aber bitte nicht unseren eigenen Tisch. Wir haben tatsächlich jetzt auch eine ganze Reihe Leute, die sich interessieren für Postquantenkryptographie. Das ist die Konferenz, die wir dazu gemacht haben. Und dies sind jetzt 350 Leute, die wir 2018 dafür gekriegt haben. Für Akademiker ist das riesig. Es gibt wirklich ein sehr großes Interesse an diesem Thema im Moment. Und die Leute schauen wirklich. Und das sind gute Nachrichten für uns. Denn es gibt three different ways where our last message to them was basically abandon all hope, this is not going to work. But they keep on hoping, if I zoom in. Sie hoffen einfach immer noch, dass dieses Ding nicht geknackt ist. Und wir haben jetzt die Parameter immer wieder gerecht. When he was reading it out, actually at the conference, he was saying the keys and signature size maybe several dozens of terabytes. Die Schlüssel und die Signaturen könnten mehrere Terabyte groß sein bei diesem Verfahren. Das Problem ist hier natürlich, dass man sowas schon gar nicht mehr angreifen kann, weil einfach die Rahmenbedingungen zu schlecht sind. Nest ist sich da bewusst, dass da eine DOS-Attacke stattfinden könnte, und die haben dann nach der Konferenz gesagt, ja, also wenn ihr ähnliche Einreichungen habt, dann schaut doch, ob ihr das irgendwie zusammenführen könnt, und dann haben wir da eine kombinierte Einreichung, die wir dann einfach analysieren können. Sie haben da dann versucht zu garantieren, ja, wir akzeptieren hier eine kombinierte Einreichung bis in die zweite Runde. Also könnte man hier das jetzt angreifen, wenn man eine gute Einreichung hat und dann noch eine schwache hat, dann kann man die irgendwie kombinieren, und dann kommt die schwache Einreichung auch in die zweite Runde. Aber Dines hat dann gesagt, ja, ihr dürft nur die ähnlichen Einreichungen zusammenführen, und das müsste dann eine irgendwie Kombination sein der zwei ursprünglichen Einreichungen. Als Beispiel hier, Nist hat nicht unbedingt gesagt, dass man das auch veröffentlichen muss. Hilo 5 und Round 2 wurden da zusammengeführt. Das war schon nach Hilo 5, nach dem Angriff auf Hilo 5. Und die haben da Round 5 gemacht und haben dann gesagt, ja, das ist ein führender, Gitter-basierter Kandidat für Sicherheit und
Bandbreite und CPU-Performance. Ja, und dann schon nur zwei, drei Wochen später hat sich herausgestellt, ja, es gibt starke Gründe zu glauben, dass das hier doch nicht funktioniert mit der Entschlüsselung. Und sie haben dann das akzeptiert und gesagt, ja, ups, das haben wir nicht richtig gemacht. Und mit diesen Entschlüsselungsfehlern kann man die Sicherheit des Systems angreifen. Und das war auch ein interessanter Angriff, weil bei der Kombination sollte man ja eigentlich die zwei besten Sachen von den einzelnen Einreichungen zusammenführen. Und interessanterweise war dieser Fehler gar nicht in der originalen Implementation hier in der Einreichung. Und ja, wie sollte man das denn beheben? Wir machen hier da eine Sicherheitsbeweis-Update und dann sollte das so in mehreren Runden gehen und da iterieren die da noch über ihre Einreichung. Und was bedeutet denn hier jetzt dieser Sicherheitsbeweis? Was bedeutet der, wenn man den dann überhaupt noch anpasst im Anschluss da? Ziemlich seltsam. Dann gab es noch mehr Zusammenführungen. Die haben dann behauptet, ja, das ist jetzt ein führender Kandidat hier für Sicherheitsanalyse und Netzwerkanalyse und Flexibilität. Da könnte man dann RSA mit Gigabyte oder Terabyte Schlüsseln nutzen und da würde man dann natürlich auch die Bandbreite erhöhen. Wenn man die Menge von verschlüsseltem Zeugs dann misst, dann geht das hoch und da kommen mehr und mehr und mehr Zusammenführungen zusammen und das vereinfacht nicht unbedingt immer da hier die Sicherheitsanalyse. Und zwei NTRU-Vereinheitlichungen hier, die haben sich das gut überlegt und das ist jetzt ein Beispiel, wo tatsächlich die Kombination einfacher war zu analysieren als die zwei ursprünglichen Einreichungen. Nach der November-Deadline hat NIST gesagt, ja, sie werden die zweite Runde Kandidaten veröffentlichen und vielleicht wird es jetzt da ein bisschen kleiner von der Anzahl her, dass man das analysieren kann und das sollte am 10. Januar dann veröffentlicht werden. Und eine Woche, nachdem sie gesagt haben, dass sie das veröffentlichen würden und ja, jetzt hat die USA noch ein Problem mit der Regierung, dass die da einen Shutdown macht und dann ist es so, dass NIST nicht unbedingt zum essentiellen Teil gehört und deshalb sind die dann nicht dazu befugt, Arbeit zu führen. Und auch die Datenbank, die NIST-Webseite betreibt, darf dann auch nicht bearbeitet werden. Vielleicht bezahlen sie ja Oracle und dann verschwinden die Zahlungen an Oracle und dann funktioniert die Datenbank nicht mehr. Also ist nicht ganz klar hier, aber irgendwie, ja, man findet hier nichts mehr. Wir wissen da nicht genau, wie lange dieser Shutdown dauern wird. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, das wird kein Problem sein, weil wir können das ja auch ohne diesen Wettbewerb herausfinden, wie wir das machen könnten. Ja, also kommen jetzt die Quantencomputer? Ja, das wissen wir nicht, aber was wir anschauen können, ist, wie weit geht denn hier die Forschung mit Quantencomputern? Hier haben wir ein kleines Startup, das gesagt hat, ja, wir haben hier einen Quantencomputer entwickelt aufgrund von Eigentraps. Und hier sehen wir nun wieder ein Rennen zwischen verschiedenen Technologien und wir sehen auch, wer da vielleicht gewinnen könnte. Auf jeden Fall, es sieht so aus, als ob das kommt. Und hier, ja, was ist der Unterschied, oder? Welches ist der Quantencomputer und welches ist die Microbrauerei hier?
wisst ihr, welches ist welches. Mit all diesen Neuigkeiten sagt jetzt die Nationale Akademie der Wissenschaften, dass die hier noch ein Journal herausgegeben haben jetzt. Ein Bericht über Quantenberechnung, Quantencomputing mit einem Schlüsselergebnis. Ja, keine Panik, wir glauben jetzt nicht, dass in den nächsten 10 Jahren irgendetwas passieren würde, das RSA 2048 überhaupt gefährden würden oder die elliptischen Kurven mit dem diskreten Logarithmusproblem. Ja, es hat jetzt halt nicht nur eine, aber also dann bis Nummer 10, dann kommt hier Panik. Wir haben hier eine Gefahr, dass die Möglichkeiten mit so einer Maschine so hoch sind, dass wir Postquantenkryptographie sofort müssen herausrollen, weil das ist kritisch, um die Sicherheits- und Privatsphärendesaster zu verhindern. Also, was können wir tun, um das zu verhindern? Manche Leute behaupten, wir haben das schon längst ausgerollt. Die Frage ist, wie hängt das zusammen mit den NIST-Einreichungen? Die Frage ist tatsächlich, die Größe, also das ist das Hauptproblem für die meisten Einreichungen in der Postquantenkryptographie. Was man hier auf dem Bild sieht, ist, auf der horizontalen Achse sieht man die Länge des Keys, nicht alle Signatursysteme, also alle, die nicht in den ersten 5 Versionen mit einem Skript schon kaputt gemacht wurden. Also ohne RSA, weil sonst wäre die Skala so verzerrt. It's the future of cryptography. Es ist die Zukunft von Kryptographie, die Post-Quantum RSA, obviously. Was man hier sehen kann, ist GUI-Einreichung da unten. Wenn man die Signaturgröße auf 32 runterkriegen kann, aber man braucht dann halt irgendwie 100.000 Zeichen in seinem Schlüssel. Und da gibt es 3 verschiedene Sicherheitslevel und vielleicht sind die auch nicht alle gleich kräftig in ihrer Verschlüsselungsstärke. Wir wissen halt nicht genau, wie sicher die sind, ohne mehr Analyse zu betreiben, aber ziemlich alles ist möglich. Also sowas wie unter 100 Bytes für die Größe des Keys und unter 100 Bytes für die Größe der Signatur. Also in der alten Kryptographie war das einfach, dass sowas möglich war. Aber das ist heutzutage nicht mehr möglich in der Postquantenkryptographie. Ihr seht ja, wie groß jetzt hier die jeweiligen Aspekte sind. Man muss jeweils einen Trade-off machen, was einem wichtiger ist an der Stelle. Aber es gibt nichts, was wirklich klein ist in beiden Dimensionen. Das ist jetzt der nächste Graph, der ist jetzt wieder über Verschlüsselung. Es gibt hier mehr Einreichungen für die Verschlüsselung. Hier gibt es wieder nicht so richtig tolle Größen. Das Beste in Hinsicht auf die Größen ist die Einreichung, die heißt Psyche. Sie sind etwas kleiner als 1000 Byte für die Größe des Chiffretext und für den Schlüssel. Und alles andere ist ein bisschen größer. Man kann zum Beispiel runter auf 100 Byte für die Größe des Chiffretext, wenn man den öffentlichen Schlüssel sehr viel größer macht, also zum Beispiel auf der rechten Seite bei NTS. Und wenn man jetzt die nächste Grafik anschaut, Public Key and Ciphertext below 1280 Bytes. Wenn man alles kleiner will als 12K. Hier ist wieder die Frage, was sind die Sicherheitslevel für diese verschiedenen Einreichungen? Wie viele von denen wurden schon untersucht? Das ist relativ gruselig eigentlich, weil die meiste davon ist einfach noch unbekannt. Also ja, Größe ist entscheidend.
Also das ist jetzt ein Google Cloudflare-Experiment. Wir wollten wissen, was die Resultate der, dieses Wettbewerbs sind. Und deswegen haben wir jetzt mal geguckt, was passiert, wenn man verschiedene Größen dieser Verschlüsselung über das Internet schicken. Und das ist jetzt mit Cloudflare gemacht. Das heißt, sie wissen sehr genau, wie das mit der Verteilung über die Welt aussieht. Und jetzt haben sie wieder diese supersinguläre Isogenie versucht. Das sind nur 400 Byte. Bei strukturierten, also verstrukturierten Gittern sind es 1100 Byte. Mostly correct. Und die Zahlen sind so mehr oder weniger korrekt, die man hier sieht. Wenn man das jetzt unstrukturierten Gittern anschaut, dann sind die so ungefähr von der Größe der MTU, also so 1100 Bytes oder so. Some small increases, about under 20%, so this is also something where you feel like, yes, you could actually deploy this on the internet. Aber immer noch unter 20%, man kann es aber über das Internet verteilen. Those would come with 10 kilobytes of data. Aber mit den unstrukturierten Gittern ist es so, dass bei über 10k werden dann einfach zu viele Seiten verworfen. Zum Beispiel bei LinkedIn. So 10k was worse than 9999, but even then, weil 10k sind schlechter als 9999. A placeholder measured with these 3300 bytes and then scaled up by a factor of 3. Den sie mit einer gewissen Größe macht und dann mit dem Faktor 3 multipliziert. Increases in the latency is what they said, well, this is not acceptable, so then for the next experiments they were only looking at sind einfach nicht mehr akzeptabel. Isogenies and structured lattices. Isogenies are also special, not just being the smallest, but also being the slowest. Sind well, okay. Die kleinsten, aber auch die langsamsten. Sie sind wirklich mit Abstand die langsamsten. Aber sie sind die einzigen, bei denen die Geschwindigkeit ein sehr, sehr viel größeres Problem als die Größe. Und aus dem Grund hat Google gesagt, wir können es nicht verwenden. Es ist ein relativ neuartiges System. Und es ist erst aus 2012 und deswegen ist es auch noch ein bisschen fragwürdig, wie die Sicherheit ausschaut. Sie bauen jetzt da noch so ein strukturiertes Gittersystem mit Jost Reinefeld, Peter Schwaber und Hans Gang. Ja, super für Eindhoven. Professor, former student and then some collaborators. And so they're now building a system. Die bauen jetzt ein System, das ist eine kombinierte elliptische Kurve und mit Postquanten. Das wird jetzt mal bald zu ein paar Browsern kommen. NIST ist ja nicht das Einzige. Die Internet Research Task Force hat hier auch noch was standardisieren wollen. Das Extended Merkle-Signaturenschema. Es ist nicht sehr schnell, aber es ist das erste Mal, dass die IETF da ein Postquanten-RFC publiziert hat. Da ist also noch sehr viel Text drin, der gar nicht wirklich mit dem Inhalt zu tun hat, der halt mit dem ganzen Postquanten-Problematik hier zu tun hat. Ist jetzt keine der NIST-Einreichungen, weil sie nicht alle Kriterien erfüllt hier für Signaturen. Die Signatur erwartet hier einen öffentlichen Schlüssel, mit dem man die Signatur dann überschlüsseln kann. Und hier hat man noch den Status, den man updaten muss. Und wenn man das mal vergisst, dann verliert man hier die Sicherheit. Also ist nicht gleich cool wie eine normale Signatur, aber es gibt dann auch genug Anwendungen, wo wir wissen, ja, wie viele Signaturen haben wir denn hier überhaupt schon gemacht. Also es ist nicht unmöglich anzuwenden, aber es ist vielleicht nicht unbedingt, was wir hier wollen für Web-Applikationen. Das Gute über XMSS ist, dass die Größe hier viel kleiner ist. Einen anderen Größenvorteil hier ist mit Glowstick. Das kommt von einer Gitter-Einreichung, die Saber heißt. Und Saber hat eine große Version, die heißt FireSaber.
mit hoher Sicherheit und dann eine kleine Sicherheit, die heißt Lightsaber, also auch Lichtschwert. Und das Glowstick ist jetzt sogar noch eine kleinere Version von Lichtschwert, die so klein ist, dass sie vielleicht noch nicht ganz kaputt ist. Und hier hat es noch die technischen Details dazu und ist bis jetzt noch nicht ganz gebrochen worden. Ist tatsächlich sehr interessant. Ist ein interessantes kleines Sample, das man versuchen kann zu brechen. Also ein relativ simples System. Da kann man dann üben, wie man die Sachen hier angreift. So, jetzt haben wir da die lustigen Namen. Nein, die Größen. Wieso scheren wir uns da überhaupt um die großen Größen? Ja, Google macht jetzt alles irgendwie klein. Wieso sagen dann die Leute, ja, Postquantensysteme sind größer und das ist ein Problem? Hier sehen wir unsere Einreichungen. Die haben viel Analysen unterzogen worden. Hier Classic McAleese. Die haben hier viele Analysen gemacht und bewiesen, ja, das hier ist das gleiche wie das andere. Die haben eine 200 Byte Größe, das ist für die Signatur, das ist okay, aber 1 Megabyte für den Schlüssel. Es geht dann lange, bis man den Schlüssel generiert hat und dann muss man das Ganze noch entkapseln und wieder dekapseln. Das ist ein tolles System, gute Geschichte hier, außer dass hier die Größe des Schlüssels so groß ist. Also Großmutter, warum hast du so einen großen Schlüssel? Also einerseits ist es ein zweidimensionaler Schlüssel. Da haben wir links eine Identitätsmatrix mit ungefähr 7000 Spalten. Und die Höhe n minus k ist ungefähr 5000. Die Höhe ist 5000, das heißt, wir haben hier haben wir zufällige Daten. Und natürlich wissen alle, wie eine Identitätsmatrix aussieht. Also links die Identitätsmatrix und dann rechts haben wir den zufälligen Teil. Das funktioniert jetzt dadurch, dass der Versender weiß, welche dieser einzelnen Spalten genommen werden und dann XORed. Und ja, da muss man halt wissen, welche Spalten sind dann die man darf. Und so kommen wir zu diesem 1 Megabyte. Ja, das Problem hier ist natürlich mit der Bandbreite. Ja, also gut, wenn man ein Foto runterladet, dann ist das ja auch Megabytes, also das ist okay. Gut, wenn man auf deutschen Zügen ist, dann ist das ziemlich kacke. Aber sonst in der Welt und mit Mobile funktioniert das. Google hat dann gesagt, ja, wir haben hier ein paar Sachen wieder rausgenommen. Also die haben gar nicht mit Classic McLease richtig rumgespielt. Und sogar bei 10 Kilobyte haben die da schon verlorene Messages gehabt. Aber ja, es ist halt ein sicheres System. Man könnte sogar noch ein sicheres Protokoll damit entwickeln. Muss nicht TLS sein. Aber es gibt ein echtes Problem. Wenn das Protokoll davon ausgeht, dass der Klient ein 1 Megabyte Schlüssel generiert und dann an den Server sendet, dann muss der Server 1 Megabyte von jedem Client akzeptieren. Dann ist es klar, das ist eine Einladung, einen DOS-Angriff zu starten, weil das braucht ja alles Speicher auf dem Server. Es geht zwar schnell, also ist schnell, aber braucht trotzdem 1 Megabyte pro Client. Und ja, das ist ein Problem, das müssen wir irgendwie verhindern können. Können jetzt die Server das verhindern? Ja, wir wollen dieses Spalten XORen. Wir haben hier Limitationen bei kleinen Geräten. Wir sind hier jetzt ein kleines Gerät, aber wir wollen hier die paar Positionen auswählen und dann können wir der Außenwelt sagen, ja, bitte gib mir doch nur die ganzen Sachen ein bisschen stückchenweise.
And then gets the next column. If it was selected, it XORs it in. Und dann macht es hier stückchenweise, geht es durch und XORt, falls es ausgewählt wurde oder eben nicht. Und das funktioniert und am Schluss kommt dann der normale Chiffretext raus. Und was wir hier haben, ja, ist ein nettes, eine nette Umgebung. Da gehen wir davon aus, dass die Außenwelt nichts Böses mit uns machen will. Jetzt setzen wir das auf das echte Internet raus, ohne irgendwie den Zustand zu speichern. Wir wissen gar nicht, ja, wann kommt die nächste Spalte. Dann, das wird nicht funktionieren. Wenn man dem Client sagt, hier, das habe ich im Moment, und dann kriegt der Server die nächste Spalte und dann wird das hin und her gesendet. Jeder, der hier dazwischen sitzt und das Zeug anschaut, sieht dann, ja, hat sich was geändert oder nicht. Also und damit habe ich mich dann beschäftigt. Oder ja, also die Frage ist, kriege ich das jetzt noch publiziert? Ich arbeite jetzt hier an MacTiny, also Tiny für winzig, und will ich damit für winzige Webserver machen. Ich gehe jetzt davon aus, dass der Webserver gar nicht den Zustand speichert für jeden Client. Wir gehen davon aus, dass alles, was der Server bekommt und wieder rausschickt, ist schon verschlüsselt und authentifiziert. Gibt da ein paar Schutzmechanismen gegen Replay-Attacks. Und ja, die Sachen hier sind eben alle verschlüsselt. Und hier nutzen wir jetzt Eigenschaften von den Summen in einzelnen Stücken. Das geht, wenn wir das in ein eigenes U reinschmeißen und dann haben wir noch Platz für ein Cookie. Ein Cookie, das für den mit dem Server, von dem Server verschlüsselt wurde. Und der kann das dann so mit dem Cookie jeweils hin und her schicken und das funktioniert. Der Cookie ist verschlüsselt, aber der Server behandelt den Schlüssel für alle Clients. Das ist also etwas ganz Kleines, was sich der Server merkt und der ganze Rest, der Client sucht sich da die Spalten raus und das sollte eigentlich funktionieren. Das Resultat ist mehrere Hin- und Herwege der Kommunikation, aber kein Zustand, der gespeichert wird für jeden Client. Also, wenn man jetzt Bandbreitenprobleme hat, dann sagen manche Leute, wir haben kein Problem damit, wir kennen uns damit aus, viel Daten rumzuschicken. Aber etwas anderes, was mit der Ausrollung, mit dem Ausrollen Probleme machen könnte, sind Patente. Und was, wenn jemand sagt, der aus irgendwelchen Gründen was Kleines möchte? We have a lot of information about some systems which are patented. The 18 systems shown here, because this had as one of the rules for the competition that you had to deliver statements to them signed by the every member of the submission team. Das Wettbewerbs war, dass man Statements abgeben musste, die aussagen mussten, ob man keinerlei Patente hat, die relevant wären für das Verfahren. Oder man braucht Patente und das sind die folgenden Nummern. Put them online. So now we know that these are exactly the 18 submissions where the submission teams genau claim patents on their submissions. Eingaben, for example, Compact LWE and DMEMUSA, which are rapidly broken Compact by scripts that are online. LWE and RLC Chem, that one has half of the parameters are broken. Gibt, there's another half which are not broken. It's not that the patented submissions are somehow better than the rest of the submissions. Kein Grund, irgendwie anzunehmen, dass diese patentierten Systeme besser werden in dem Sinne, dass weniger geknackt werden. Aber du kannst auch nicht einfach die alle verwerfen und sagen, okay, die sind jetzt patentiert und deswegen nehmen wir sie nicht. Es gibt manche Patente, die mehr als eine Eingabe abdecken. Es gibt keine Regel, die den Einreichern vorschreibt, zu sagen, welche von den Eingaben durch ihr Patent abgedeckt wird. And also NIST has no way to say anything about whatever random patent trolls that are out there that have not submitted anything. They can't impose any rules on that. Patentrolle, die ihr da irgendwo in der Welt umschwirrt. Patent searches, but you won't necessarily find. Sagt uns mal, welche Patente ihr habt, die noch möglicherweise da reingehen. Das heißt, für dieses Patent hat niemand gemerkt, dass das die anderen
This patent was issued in 2015 at the top there, which might make you think, oh, if something was published before 2015, it would be okay, and some submissions were published earlier. But what's important is the date down at the bottom here, which is the priority date of February 18th, 2010. If you look on Google Patents, one good thing is they put the priority date pretty far up where you can easily see it. What this means is that in order to be prior art for this patent, well, you have to check what exactly they filed in 2010. They might have made later changes, but the 2010 thing, assuming it has all the same stuff as the patent, which is possible to find out, anything that was published after 2010 is not prior art for this. Now, what's really scary about this patent, fällt nicht unter die Regelung, dass es schon publiziert wurde und deswegen wird es durch das Patent abgedeckt. This one is by far the scariest, das ist mit Abstand das, was ich am gruseligsten finde. This one covers basically every submission which is using what's called the LPR cryptosystem. Deckt im Prinzip jede Eingabe ab, die das LPR-Kryptosystem verwendet. This is a very popular type of lattice-based cryptosystem, sehr populäre Möglichkeit, Gitterkryptographie zu machen. In May 2010, which is after this patent application was filed. Nach Mai 2010 rausgekommen ist. Now, there was a talk in April, which had the same stuff from LPR. And it seems like there might even have been a talk in January from LPR, but they didn't put the slides online. Einen Talk im Januar gibt, der aber seine seine Folien nicht online gestellt hat. Und da sind wir uns jetzt schon voll in dem Patentrecht drin. ISARA, that is specializing in planting landmines, patent landmines around things that other people are doing, sometimes on things that other people have already published, and then you get a court fight about it. This is going to be a problem, but something we really have to watch out for is what is patented. And again, I hope to be sometime soon done with some patent analysis. Of course, some people would say that we don't have to worry about patents as long as we find something that we can deploy, that somebody tries deploying it. Wir müssen uns nicht um Patente rumschlagen, solange wir irgendwas finden, was nicht von Patenten abgedeckt wird. 95 out of 3000. Okay. All right. Funny names, I said. So, what do you see here? Jetzt haben wir uns wieder, schlagen uns wieder mit lustigen Namen rum. Was sehen wir jetzt hier? Kann das jeder lesen? Ja. Seaside. Okay, so Seaside. Seaside. Now, Seaside is what you really always wanted. Meerküste. Seaside das is an efficient post-quant commutative group action. Did you know that you wanted a commutative group action? Post-quanten-kommutative Gruppenwirkung. Actually, so, what all people ask me is like, I'm using Diffie-Hellman these days. Fragen, what can you give me in the post-quant world? Diffie-Hellman im Moment. Was kannst du mir in der Post-Quanten-Welt geben? How you define Diffie-Hellman. So, jetzt kommt es darauf an, wie definiert ihr Diffie-Hellman? Manche Leute benutzen Diffie-Hellman einfach nur, um alle Leute irgendwie, dass sie irgendwie öffentliche Nutzung veröffentlichen und dass man die untereinander austauschen kann. Es geht darum, dass man die öffentlichen Schlüssel in einem Telefonbuch nachschauen kann und dass man die dann verwenden kann, um etwas zu verschlüsseln. Und wenn ich euch das dann schicke, dass ihr in der Lage seid, das dann auch zu entschlüsseln. Other features, you can blind es gibt things, noch you andere Feature, die wie zum Beispiel irgendwas ausblenden oder so put some blind effectors there. And there is no difference whether I'm the initiator or I'm the responder. Es ist aber kein Unterschied, ob ich jetzt der Initiator einer Konversation bin oder der Antworter. All the systems that you see for NIST submissions make a difference aber between are you the sender alle die Systeme, or die jetzt in der NIST eingegeben wurden, machen einen Unterschied, ob ich der Initiator bin oder derjenige, der antworten muss. Das ist jetzt der erste Unterschied, der besteht zwischen der Postquantenkryptographie und der aktuellen. Wenn du jetzt ein Nutzer bist, interessierst du dich natürlich überhaupt nicht für diese ganzen Details, die da auftreten. What you see exposed to you is just one single fine field element. So there is some fixed prime that all the people in the system know, and then everybody's public key is just one single field element. Eine feste Primzahl, die das Feld definiert, also den Körper, den wir angucken. Field element, Bob computes his field element. They pose these somewhere. Was sie dann machen, ist, jeder nimmt dann ein Element aus diesem Körper raus und veröffentlicht den dann. Shared public key, und dann haben sie einen geteilten öffentlichen Key mit einem geteilten
geheimen Schlüssel. Now, a little bit of the math behind this A actually appears in some. Jetzt müssen wir uns ein bisschen die Mathematik dahinter anschauen. So this is one of the elliptic curves that we've been talking about in. Wir haben jetzt hier elliptische Kurven, über die wir schon mal 2014 geredet haben oder 2015. So there's a y square equals x cubed. And then also da unten die Gleichung y² plus x hoch 3 plus a x² plus x. And then what the computation is to was go from one key to another key, dass man von einem Schluss zum anderen geht, man benutzt ein isogenie. Kind of thing that you heard in psych before. It's a math object which just means you move from one elliptic Objekt, curve to another. Eine elliptische Kurve auf eine andere überführt. This, what you need to get doing is, well, wenn man das implementieren will, take this prime p, compute modulo p for addition, multiplications and divisions. Out of those you for instance build elliptic curve operations. Man muss daraus eine elliptische Kurvenoperation bauen. Operations which compute an isogeny. But all of those kann daraus dann ein isogeny errechnen. So there's nothing particularly scary behind it. Da ist nichts wahnsinnig kompliziertes dabei. Es ist nur this thing in January 2018 at this lovely beach. Bis auf eine Konferenz an dem But please don't use it yet. Experiment with it all you want. An diesem Strand, aber bitte verwendet es noch nicht. Das hat noch nicht genug Analyse erfahren. Security, key sizes and so on. Aber was wir jetzt kennen, ist die Sicherheit der Schlüsselraums. Jetzt erstmal die Frage ist, wie viele Schlüssel gibt es in diesem Körper? Wenn man jetzt die Primzahl p festgemacht hat, dann kann man wissen, dass ungefähr die Wurzel aus p valide Schlüssel in diesem Körper sind. Das sind jetzt die Anzahl der öffentlichen Schlüssel. Elliptic curve discrete log kind of meet in the middle attacks work. Diskreten Logarithmus so auf den elliptischen Kurven. You get a square root of the number of keys. Dann kommt man darauf, dass es eben die Wurzel p als Sicherheit. It takes you fourth root of p time to find out what else is key. Und man braucht dann die vierte Wurzel aus p Zeit, um rauszufinden, ob es ein möglicher Schlüssel ist. So a 512-bit prime. But this is a talk on post-quantum cryptography. Aber jetzt sind wir ja in einer post-quantum-kryptografischen Diskussion hier. Nicely enough for isogenies, we don't have da any complete so, break. There wir are haben noch keinen kompletten Weg, zu knacken in der Postquantenwelt. On the other hand, with RSA and finite field Diffie-Hellman, we have been dealing with das heißt, the growth of keys with sub-experimental attacks. In RSA und Diffie-Hellman. Doesn't kill things. When you look at the literature, it's mostly asymptotics, so das Wachstum der Bits nicht mehr hilft. I think our bei post-quantum-Krypto. Quantum.isogeny.org is the most detailed one. Aber hier haben wir eine Analyse, die läuft, die ist unter quantum.isogeny.org. Da kann man sich die Kosten der jeweiligen Attacken angucken. Ja, die elliptischen Kurven muss man auch validieren. Da kriegt man einen Punkt. Ja, mit diesem öffentlichen Schlüssel muss ich mal auf der Kurve gucken. Ja, ist der jetzt korrekt? Das Gleiche mit der isogenie-basierten Krypto von CSIDE. Müssen wir schauen. Ja, hat es hier irgendwie die mit den Punkten noch ein paar Modifikationen machen und dann überprüfen. That we've gotten totally used to doing. Das ist was anderes. Da haben wir uns voll daran gewohnt. Ja, das können wir machen. Und das ist etwas, was ziemlich schwer ist für alle Postquantensysteme. Weil beim Postquantensystem muss man noch einen weiteren Beweis dazu nehmen. Wenn man jetzt einen Schlüssel sendet und dann ist der Schlüssel da veröffentlicht, dann kann man den nicht wieder benutzen. Oder man muss viel versenden, um zu zeigen, dass man das tatsächlich selber gemacht hat. Aber bei CSIDE ist das schon eingebaut. Von der Größe her ist das auch cool. Also 32 Bytes für den privaten Schlüssel und 64 Bytes für den öffentlichen Schlüssel. Das ist wirklich so ganz links unten in der Ecke von diesem Graph. Das ist also eine große Lücke mit einem kleinen Schlüssel. Pre-quantum has at least 128-bit security and post-quantum, so what NIST was asking for. Also post-quantum wollen wir hier jetzt eine vergleichbare Größe haben, so mit AES 128 und CSIDE 512 sollte jetzt basierend auf dieser Analyse ungefähr gleich sicher sein. Gibt hier noch eine. Lorenz. Ja, der Lorenz sitzt da. Der hat
Skylake da Performance-Tests gemacht. Jetzt noch nicht konstante Zeit hier. Das macht es ungefähr dreimal langsamer. Really nice small keys, ist nett. Wie Psych, also kleine Schlüssel und halt dafür etwas langsamer. Und Psych hat hier schon viel Arbeit gemacht und wir haben hier Hoffnung, dass das noch irgendwie schneller werden kann und dass das hoffentlich auch noch nicht gebrochen wird bis nächstes Jahr. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich hier drauf wetten will. Seaside ist vielleicht noch besser als Psych, aber ja. Apropos kaputt, ja, es gibt ja einige Leute, die in Kryptowährungen investieren. Ich glaube, Nick Mathewson, der ist da schuld mit der Quanten-Blockchain. Es gibt da verschiedene Variationen. Kann man sogar T-Shirts kaufen. Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten, also noch ein paar Kommentare zu Software. Schauen wir mal 40 Jahre zurück auf öffentliche Schlüsselverschlüsselung, Kryptographie mit RSA von 1978 und jetzt schauen wir hier mal, was die Softwarequalität ist, wenn man da über Kryptographie redet. 1978 weiß ich nicht, 1988 war es klar, ja, ist ziemlich schrecklich, 1998 ja, ein bisschen besser, immer noch scheiße, 2008 schlecht und 2018, wir sind wieder am Anfang, ist ziemlich scheiße. And of course, a major contributor to this. Und eine Hauptangelegenheit hier ist diese NIST-Eingabe, welcher Code hat von Mathematikern, die keine Ahnung haben, wie man da Zeug implementiert und Codequalität hochhält. Aber ja, es gibt ein paar Perlen, aber ja. Es gibt ein paar andere. Wo das gut ist, aber wenn man da so eine zufällige Sache rauspickt, dann ist interessant. Wenn ihr da was rausfinden wollt, versucht es nicht mit NIST, archive.org, wenn ihr da sucht nach NIST Runde 1, dann könnt ihr das da mit archive.org versuchen runterzuladen und die kriegt man hier noch. Die haben da vermutlich oder hoffentlich alles können und mehr als die Hälfte von diesen Eingaben kann man da noch von den eigenen Webseiten noch herunterladen und der schnellste Code, den kann man vom SuperCop Benchmarking herunterladen. Und da haben wir 170 Primitiven von 40 der 69 Eingaben drin haben. Und vielleicht haben wir da alle Patentierte irgendwie rausgelassen. Und ja, man muss jetzt halt hier einfach eingeben und dann funktioniert das. Dann werden wir das benchmarken. Aber wenn man die uns dann halt so nicht gibt, dann werden wir das nicht tun. Und ja, da habe ich dann auch nochmal versucht, den Code zum Teil zum Laufen zu kriegen. Die Primitiven haben wir hier zum Beispiel RSA 512, 1024. Das sind da verschiedene Primitiven und die haben da verschiedene Sicherheitslevels und bei den Eingaben hat es da meistens 3, manchmal mehr, manchmal weniger und viele der Primitiven haben da mehrere Implementierungen und die sind dann auch verschieden und die sammeln wir halt dann so zusammen. Bei libpqcrypto, das, die fokussieren sich da auf eine API,
für kryptografisches Rausrollen in der Zukunft, wenn man sich da noch vorstellen könnte, dass die Implementation verbessern werden könnte, dann hat man das Interface, das man benutzen könnte. Hier gibt es noch PQM4, eine Bibliothek für ARM, Mikrocontroller, PQHW, das ist für FPGAs, und Open Quantum Safe, die haben hier nicht so viele Primitiven wie die anderen, aber was da toll ist, die haben gute Integrationen von diesen Dingern in OpenSSL und OpenSSH. Wenn man da in der TLS-Welt unterwegs ist, dann wäre es mal klar, dass man mal die hier ausprobiert. So, schauen wir noch ganz kurz auf LibPQ Crypto. Es gibt hier ganz viele verschiedene Bibliotheken, die eine einfache API zur Verfügung stellen. Zum Beispiel hier CryptoHash SHA-256, da gibt man halt so ein paar Sachen rein. Und da kriegt man dann zurück einen Hash in a higher level language, wenn man in einer höheren Sprache das Ganze macht, dann ist es natürlich etwas einfacher. In C sieht es dann ungefähr so aus. Warum machen wir das nicht für alle kryptografischen Funktionen? Also ja, viele kryptografischen Bibliotheken, die haben da so die tollen Interfaces, und sobald man Signaturen machen will, dann muss man zuerst ja die Factory holen, die dann die Schlüssel macht und dann mit einem Generator und so weiter. Aber warum nicht einfach hier, was LibPQ Crypto macht? Ja, jetzt signieren wir halt eben diese Sachen, und eben in C, da müssen wir dann halt das Zeug mit reingeben. Wir kriegen da die signierte Message, die ursprüngliche Message geben wir rein, und so dann funktioniert das alles ohne Konversionsfunktion und so weiter. Das kommt jetzt wieder zurück auf SuperCop. Das haben wir schon viele Jahre gemacht mit Libsodium und NACL und so. Die benutzen hier alle die gleiche API. Und wir sehen hier auch einen Einfluss auf die Benutzbarkeit von diesen Bibliotheken. Und wir sehen hier auch, ja, da sind wir noch zuverlässig da, dass wir sagen können, ja, das ist, macht Sinn. Und NIST hat da gesagt, ja, macht das vielleicht dann mit dieser API, das muss so sein, aber die haben ja kein Test-Framework dazu geschrieben und haben also da kein hartes Requirement durchgesetzt. Das heißt, es hat dann ja nicht funktioniert, und das haben wir halt in SuperCop dann gemerkt. Deshalb habe ich noch viel manuelle Arbeit gemacht. Aber war schon ziemlich nahe, also das hat gut funktioniert. Da hat es auch viel Teilen gegeben des Codes. Und ja, heißt auch, dass es weniger Duplikation hat. Ja, er hat so verschiedene Signaturensysteme, Verschlüsselungssysteme. Hier noch ein Beispiel für ein Python-Interface hier mit LibPQ Crypto. Wenn man hier so eine Nachricht signieren will, dann muss man zuerst den Public und den geheimen Schlüssel machen. Ist hier so ein zustandsloser, hashbasierter Algorithmus mit Sicherheitslevel 128 und SHA-256, und dann muss man einfach das wissen, dann kann man das signieren, die Message, und dann die Message wieder aufmachen von der signierten Sache. Falls jetzt hier die Verifizierung nicht funktioniert, dann gibt das eine Exception, und das ist hier ein Sicherheitsschritt. Falls das jetzt irgendwo nicht funktioniert mit der Verifikation, dann wollen wir das nicht ignorieren, sondern was wir wollen, ist, dass das, wenn man hier so eine signierte Nachricht hineingibt, dass das dann, wenn man die öffnen will, eine signierte Nachricht öffnen will, dann muss, wenn das dann keinen Output gibt, dann heißt das, dass die Signatur nicht valide war.
Also there's an exception being und ja, eben, es gibt dann eine Exception. Also sogar, wenn man die ignoriert, dann hat man immerhin keinen Output. Ja, so ein paar kleine Gedanken, die da noch eingeflossen sind. Noch ein größeres Beispiel. Ja, dann mit einer Bibliothek alles rein, generieren, signieren und wieder öffnen. Ja, mit libpq Crypto. Wie geht das dann in der Zukunft weiter? Als erstes hier mal, ja, Codequalität. Da haben wir das Problem mit ganzen Timing-Angriffen, wie zum Beispiel mit Spectre. Und da gibt es viele Angriffe und das Problem mit diesen Angriffen ist, dass wir hier sowohl Software als auch Hardware Fixes machen müssen. Ich hatte schon ein paar Implementierungen gegeben. Ja, brauchen mehr Arbeit für Korrektheit. Und da der Code ja mit Adresssanitierung muss irgendwie funktionieren und es gibt viel zu viel Code, der das noch nicht macht. Ja, das passiert halt eben, wenn man Mathematiker darum fragt, Code zu schreiben. Mit formaler Verifizierung wollen wir das wird uns garantieren, dass der Code tatsächlich tut, was er tun sollte für alle möglichen Inputs. Da war ich zuerst skeptisch, das klingt ziemlich nach viel Arbeit und ungemütlich. Aber die Tools werden hier viel besser. Und ich habe da mal eine Sortierungsverifizierung geschrieben, wo der Maschinencode hier verifiziert wird. Also sogar wenn man Compiler-Bugs hat, dann ja, man schaut den Maschinencode an, also hat man hier höchste Garantie. I don't know if there's any Trail of Bits people here. Manticore, I understand, has similar features. I used einem speziellen Tool. Gibt coole Tools dazu für symbolische Ausführungen. Ja, die Geschwindigkeit hier, Codevolumen runterkriegen, also, dass wir das hier einfacher auch können anschauen. Und schlussendlich, hoffentlich, können wir so viele Primitive wie möglich wegwerfen und uns dann nur noch auf eine sehr kleine Anzahl Sachen konzentrieren und dann sagen, ja, wir haben das jetzt wirklich sehr, sehr gut angeschaut und sind sehr zuversichtlich, dass das super funktioniert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you, Tanja. Thank you, Daniel. Danke, Tanja und Daniel. Wir haben jetzt noch eine kurze Fragerunde. Eine Frage vom Internet. Erste Frage. Gibt es da bei Codebase irgendwelche andere mit kleinen Schlüsseln? Mit kleineren From all the submissions. So Codebase Cryptography, there's two submissions, Classic McLeese, which are highlighted because it's ours, and there's NTS Chem, which has these gigantic keys. Both of those are using GOPA codes, which is what has received the most analysis so far. But at this gigantic list of, yep, what Dennis is showing here, several of those are actually code-based. So BigQuake, for instance, down there is a code-based system. Then Lake, that's Lake is one. Lake is one down there. So Lake would be fitting this by saying it's very small keys and signatures and ciphertext. The downside is it is using far less well-studied codes. So we need to see how that develops. Also wir können nichts über die Sicherheit aussagen. For the people in the room, please try to limit your questions to a single sentence. Microphone number 3, your question. Okay, how exactly do you... Wie genau definiert ihr die Postquantenkrypto? Ihr habt hier Shor's Algorithmus, die anderen Algorithmen, aber sagt ihr jetzt, ja, okay, wir wollen jetzt einfach gegen Faktorisierung oder des diskreten Logarithmus sicher sein, oder wollt ihr auch Optimierungsprobleme und so in Betracht ziehen? Yeah, so I mean the definition is we're trying to protect against any attacker who has a big quantum computer. Also im Prinzip hat der Angreifer jede rough understanding of what quantum computers can do because they're limited by the laws of quantum physics. Quantenkryptographie hergibt.
which tells us that, okay, if you can build a computer that supports what are called Toffoli gates and Hadamard gates, then you can, well, it's not completely proven, but it's very plausible that you can simulate the matrix at that point, a quantum matrix. Yes, you have a universal quantum computer at that point. The problem is, how do we know, even if we say, well, okay, by believing that quantum physics is everything we can do in the universe, that tells us we have a computation built out of Hadamards and Toffoli. That doesn't tell you what kinds of algorithms you can put together. Immer noch nicht, welche Algorithmen du damit zusammensetzen kannst. Das war immer schon ein Problem der Kryptographie, dass man sich überlegen muss, was alle möglichen Algorithmen sein könnten. Und man vergisst einfach immer was. Immer ist die Überlegung, dass wenn jemand eine Garantie aufgibt, dass es nichts Schnelleres gibt als das, was man machen kann, um das zu lösen. Es gibt eigentlich immer noch einen Algorithmus, der schneller ist. Using quantum computers, for instance, for the sub-exponential attacks that Tanya was mentioning against C-side. And that's something And this is going beyond Shor's algorithm and Grover's algorithm. And it's really important to look more at what sort of quantum algorithms could attack cryptographic systems. There's been some initial work, post-quantum algorithms kann man verwenden, um das anzugreifen danach. Aber die Kernaussage ist, der Angreifer darf im Prinzip alles. Alles, was wir wissen, ist, dass er einen Quantencomputer hat. Right. Single Angel, your next question. Question from the internet. Size vom Internet. Die Größe ist interessant, aber wie sieht das aus mit klassischen Algorithmen versus Postquantum, auch in Bezug auf FPGAs? Auf der großen Liste. Der PQM4 verwendet einen Cortex ARM-M4. Das ist ein ziemlich kleines Gerät. Sie haben nicht alles implementiert. Aber was Sie gesagt haben, ist, es ist sehr umständlich mit den großen Schlüsseln. Wir sind einfach verwöhnt von den elliptischen Kurven, weil man da nur 256 Bits braucht. Und C-Side ist das Nächste, wo man da rankommt, aber es braucht halt viel Berechnung. Und der ist, die kleineren Systeme wurden schon implementiert, da hat jemand schon Aufwand reingesteckt. Mikrofon Nummer 4, your question. Ihr habt gesagt, als Google da die Tests gemacht hat, dann haben sie gesagt, ja, es ist zu langsam, die werden es nicht brauchen. Könnte hier die Lösung sein mit Beschleunigungsunits wie IS bei CPU? Google hat bestimmte Dinge ausgeschlossen, also die bestimmte Isogenien. Ich kenne nicht alle Details, aber meine Annahme war, dass man die Zeit, die Leute verwendet haben, um die Sicherheit zu analysieren, mit einbezogen hat, sodass man diese Isogenien ausgeschlossen ist. Aber man kann viel beschleunigen, wenn man eine bestimmte Engine hätte. Aber das ist relativ großer Aufwand. The choice they made of Venture HRSS is really an excellent choice. But compared to all the data we tend to send around, it usually fits. Unless you got like some really small communication happening, then it usually can fit a kilobyte or so. Es gibt nur bestimmte, wo so kleine Payloads geschickt werden, dass das ein Thema ist. The last person to say that lattices are definitely secure, and der letzte, der sagen würde, dass Gitterverfahren ziemlich sicher sind. Mache mir mehr Sorgen, dass NHSS wirklich geknackt werden kann. Aber es gibt eigentlich kein Verfahren, das 20 Jahre und mehr standgehalten hat, ohne dass es geknackt wurde. Und es ist ein sehr guter Kompromiss zwischen relativ klein, relativ sicher, keine großen Compute-Zeiten. Signal Angel, the final question, please. The final question, can C-Side run? Die letzte Frage, kann C-Side auf einer hardwarebeschleunigten Sache funktionieren mit elliptischen Kurven oder sind die Isogenien problematischer? Das hängt davon ab, was dein Hardware-Beschleuniger hat. Wenn das so ein generischer elliptischer Kurvenbeschleuniger ist, dann kann man es verwenden.
Es hängt davon ab, ob ihr jetzt Weierstrass-Form oder Montgomery-Form verwendet. Viele Systeme sind optimiert auf 256-Bit. 512 ist schon relativ weit draußen, aber viele Operationen sehen ziemlich genau gleich aus. Es ist einfach eine riesige Skalarmultiplikation und manche Isogenien, die man darauf ausführen muss, die aber ziemlich ähnlich sind, die, nachdem man ja schon die ganze Körperarithmetik auch implementiert hat, ist es alles ziemlich ähnlich. Also ja, es kann beschleunigt werden, klar. Also klar, es ist vom Januar, wir arbeiten immer noch an der Sicherheitsanalyse, also baut noch keine Hardware, bitte. Thank you so much. Please give some huge round of applause for the talk. Applaus bitte, und damit schließen wir auch die Übersetzung. Das waren Kaste und Choppy. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Bitte schickt euer Feedback an